So schaut es nämlich aus. So. Ja, so schaut es hier aus jetzt. Zum zweiten Mal überschwemmt, in 14 Tagen ziemlich genau. Wir haben natürlich ein bisschen, wir waren ja da, da haben wir einiges hochstellen können. Oder vieles natürlich. Aber wenn dann das Wasser kommt und es kommt, und ja, man kann es ja nicht alles hochstellen. Die Bänke, Stühle haben wir so weit hochgestellt, was wir halt retten konnten, konnten wir retten. Und der Rest ist halt im Wasser. Schaut es euch an, schöne Scheiße, auf Deutsch gesagt. It's a semi-romantic night. But the good thing is it's not cold. Can you imagine we would be now? Yeah. So you mentioned what's going to happen in Ukraine this winter. That's the whole thing. Yeah, this is fucked up. These people have to handle this shit. There's bombs dropping on them, rain, snow, water. It's a nightmare. We really need to stop this quickly, this war. War is not good for anybody. No way to stop it, Thomas, except to fight back to Russia directly. Stop him. No way. Unfortunately. Yeah, it's stupid, huh? Could have said that Ukraine should have just given up, but you know, who knows what life would have been like. You see how the water goes away now here? It flows in that direction. It flows to Manfred. Yeah, it goes all this way. No, because it's downhill. Yeah, it goes into the Klong, and now the Klong takes it away to the sea. You know, because the sea now takes it, because no more high tide, sure. No, but the water flows away now. Das Wasser fließt weg, so. Look how quick the water goes, Francis, look. Here. It's going. Yeah, here is really like, it's now, because it's low tide, it has room. With the high tide, impossible. And look at all this shit which is coming here. All the garbage cans. A lot of shoes and... That's amazing, né? When you see how quick it goes here. But I think we should close the shutter, because otherwise we have all the shit inside the restaurant. Yeah. See, now I'm even dry here. I was not dry a minute ago. Now when I put my feet here, I'm dry. Hmm? You like the new? Yeah. Yeah. No, the door is free. I look in the back one first. Then.
Yeah, water inside. Yeah. Mm. Yeah. Sitting there or not going away or what? Not going away, yeah. There must be a drainage. Why so? Huh? In the car? No. It's full with mud. Full with mud? Mm-hmm. No, no, water inside and muddy, ne? But not so high because it was ja not so high. Pepe, not here. You have to put here. What you doing? Huh? No, come here. It's inside important. Outside, don't worry. Inside is important. Don't worry about this at the moment. Pepe, please, here. Don't worry about this. Huh? Yeah, no, here, look, from inside. Inside is important. Outside, no worry. We can do this quickly. Here, from the clinic. Give me the chair and take it out. It's the best now. This is helping a lot. Give me a small one here. Got from your arm here. Looks like chocolate milk. Ja, Selina, schaut aus wie Schokoladenmilch. Wo müssen wir den ganzen Laden wegschieben? Ja, ist the best, because it... Den ganzen Laden so, so weit, wie es halt geht, weil das ist... Das muss man morgen eh machen. Ja, aber morgen, ja, morgen müssen wir nacharbeiten, aber was wir jetzt machen, das sparen wir uns morgen. Und es wird ja viel schlimmer, wenn es eingetrocknet ist. We should open the shutter. I will open it. Oh? Yes. There, come on, like. No, you don't need to open the shutter. This one here, why not? Yeah. Push it out or not? Huh? You've got to wait till that one goes down and push it out. You can't push it out. It's just only, only just clean up this part from the clinic, but you said you're going to get the clinic back in the next video. We have no chance to move it. So what do you think? Many people won't take something out, they cannot. It is not good, but you know. I had no choice to do anything. You piss me off if you talk to me like that. I tell you 100%. Yeah, okay, but you should understand the situation. Everybody's got the same problem.
soon as I can move the car, I will move it when the water goes down outside. Unser Boot natürlich, unsere Crew hier. Wieder eine lockere Tour. So, jetzt gehe ich noch mal nach oben hin. So, jetzt sind wir in der ersten Etage oder zweite Etage beim Steuermann hier, bei unserem Kapitän. Ja, im Oberdeck, genau, da sieht man gleich, der kommt von der Waderkant. Oberdeck. Gut, dann schauen wir mal. Hä? Hoffentlich fangen die wieder wegen Sushi heute. Das wäre ja, geil. Das werden wir sehen. Coraccia. Es ist zwar nicht Sonnenschein, aber geregnet hat es auch nicht. Das ist ja schon mal der Vorteil. Bis jetzt. So. Gut. Dann bist du in diesem Theater. Der ganz normale Wahnsinn halt. Ja. Aber ich glaube, es wird nicht überschwemmen, weil einfach Ebbe ist gerade. Es wird nicht überschwemmen, aber es ist beängstigend, ja klar. Weil wir haben jetzt zweimal, du warst ja beim ersten Mal dabei, beim zweiten Mal die Olympiade und die Fußball-Weltmeisterschaft muss in Thailand stattfinden. Bist du auch der Meinung? Schaut danach, dann müssen wir zurück und müssen wir definitiv wieder das Zeug hochkriegen. Aber nicht wieder. I'm singing in the rain. I'm having lots of pain. So, hier machen wir gleich mal, das läuft ja schon wieder ab. Die Toilette kann ich ja hier mit dem Ding sauber machen. So. Heute ist der Wahnsinn, würde ich mal sagen, gell? So schaut es nämlich aus. So. Glocke. Und lass dein Like da. Okay, super.